Ja, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher, herzlich willkommen auch zu diesem Gespräch. Mein Name ist Dr. Michelle Heinz und ich bin unter anderem Expertin für das Thema alleingeborener Zwilling und das ist auch unser heutiges Thema. Ich habe Nina Herzberg eingeladen, Medium und spiritueller Coach. Herzlich willkommen, liebe Nina. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen lieben Dank für deine Einladung. Ja, ich freue mich auch sehr, weil das natürlich ein wahnsinnig spannendes und viele Menschen betreffendes Thema ist und darüber leider immer noch zu wenig gesprochen wird. Ist schön. Für mich sind alleingeborene Zwillinge, Drillinge, Mehrlinge medial begabter, aber eines unserer Probleme ist ja unsere Selbstsabotage und viele von uns lassen diesen Kontakt nach der anderen Welt, nach dem Jenseits, nach der anderen Dimension nicht zu. Und da kannst du helfen. Wo du leider nicht mehr helfen kannst, ist direkt Kontakt aufzunehmen. Aber auch da gibt es Angebote von dir. Magst du ein bisschen erzählen, deine Eindrücke? Also du hast ein Video auf deinem Kanal über den alleingeborenen Zwilling und da hast du interessante Erfahrungen erzählt. Ja, also ich habe aus meiner Praxis, als ich noch selber viele Einzelsitzungen gegeben habe, ist dieses Thema immer wieder aufgetaucht. Also dass ich einen Kontakt hergestellt habe zu jemandem Verstorbenen, der vielleicht vor kurzem verstorben ist, ein Opa oder ein Vater, und da auch gemerkt habe, dass noch eine andere Seele da ist. Oder eben, dass jemand direkt in meine Praxis kam und gesagt hat, ich fühle mich verbunden mit der geistigen Welt, weiß aber gar nicht genau, wer ist denn da, warum kriege ich immer wieder Eindrücke, warum fühle ich mich auch auf dieser Welt so alleine. Also oft habe ich wahrgenommen, dass die Menschen, die dann oder die Klienten, die in meine Praxis kamen, die dieses Thema mitbrachten, immer das Gefühl hatten, begleitet zu werden, nicht zu wissen von wem oft, dass sie das Gefühl hatten, auch ein Teil von sich selbst ist irgendwie noch in der geistigen Welt geblieben oder ja, so wie als ob ihnen ein Stück gefehlt hat von sich selber und die eigentlich eher auf der Suche waren nach Antworten. War so, also häufig die Intention, warum die gekommen sind. Seltener dass wirklich eine Person wusste schon, ich war mal im Mutterleib Zwilling und meine Mutter hat mir erzählt, da gab es einen Abbruch oder eine Fehlgeburt und ich bin auf der Suche nach meiner Schwester oder meinem Bruder. Meistens ist es eher so dieses intuitive Gefühl, was viele ganz tief drinnen haben, dass irgendetwas auf sie in der geistigen Welt wartet oder sie im Alltag auch begleitet und dass sie eher eine starke Sehnsucht. Manche haben auch gesagt, sie haben eine Todessehnsucht und haben das so beschrieben und haben Angst gehabt davor, was da mit ihnen passiert oder warum, weil sie gesagt haben, mein Leben ist eigentlich sonst glücklich. Und im Kontakt dann hat sich diese Seele bei mir gemeldet und ich habe dann Botschaften durchgeben dürfen, auch aus deren Kindheit Bilder, also die Seele des Zwillings, der nicht auf diese Welt kam, hat auch in der Kindheit schon die Personen begleitet und konnte mir dann Bilder übermitteln in Momenten, wo die sehr eng im Kontakt waren. Also wo Kinder bewerten ja oft nicht und Kinder nehmen oft die Seelen aus der geistigen Welt noch sehr viel präsenter wahr, sehen manchmal auch den Verstorbenen oder den Bruder oder Schwester oder haben das Gefühl, eben begleitet zu sein. Und erzählten mir dann eben, also die Seelen erzählten mir dann, dass sie früher zum Beispiel immer Bausteine gebaut haben und sich Häuser gebaut haben und Höhlen gebaut haben. Und dann war der Klient ganz überrascht oder wirklich sehr berührt oft, dass ja, die Seele wirklich dabei war. Also dass sie sich das nicht eingebildet haben, weil oft jetzt die sagen ja die Eltern dann, ja, du hast einen imaginären Freund und den bildest du hier ein oder ja, sei nicht so fantasievoll oder blockieren das dann ja eher, weil es ihnen Angst macht. Und das Schöne ist einfach, dass diese Seelen uns das Leben lang begleiten. Also auch diesen Plan der Inkarnation, warum fühlen wir uns allein, wie können wir das auch ein Stück heilen, wie können wir die Seelen integrieren in unseren Alltag, auch als ja, als Begleiter ansehen, mit denen kommunizieren. All diese Dinge ja, habe ich dann im Grunde in vielen Sitzungen oder eben auch in Seminaren den Menschen versucht weiterzugeben, damit sie dann ein Stück Heilung mit ihrem Schmerz oder ihrer Sehnsucht haben können. Also dieser Begleiter, den hatte meine Tochter, die ist auch Dritteldrilling und sie hatte immer den Bub. Und ich habe gedacht, das ist ein Kobold, weil zu der Zeit wusste ich noch nichts. Also ich war natürlich offen für diese Dinge, nur weil ich es nicht sehe, kann es da sein, auch der Kater hat ihn gesehen und als ich dann draufgekommen bin, dass das unser, also ihr
Drilling und einer meiner Söhne war, dann wurde es klar, und viele Kinder haben das. Also gibt es Kinder, die zum Beispiel wollen, dass man den Tisch deckt mit einem zusätzlichen Gedeck oder dass man die Türen aufhält. Also ist ganz spannend, ja. Und diese Suche, diese lebenslange Suche ist auch ein ganz typisches Indiz, ja. Du hast aber erzählt in dem Video, und das war für mich so spannend, dass du eben in der Ausbildung bei einer Kollegin gelesen hast und gar nicht so verstanden hast, was da passiert ist, weil du das Phänomen eben nicht kanntest. Magst du das erzählen? Ja, genau. Also da war im Grunde zur Übung für meine Diplomprüfung, hatte sie sich bereit erklärt und auch wirklich nur über Internet. Also sie war nicht real bei mir. Und sie hatte mich einfach nur gebeten, ihr Kontakt zu ihrem Bruder zu geben. Und da ich mich mit dem Thema nicht wirklich viel beschäftigt hatte, dachte ich natürlich, ja, der ist wahrscheinlich mit 20, 25 oder irgendwie so einem Unfall oder ähnlichem oder Krankheit gestorben. Und der Bruder, ich habe ihn eben auch nicht als Baby wahrgenommen, weil die Seele alterslos ist. Und gerade die, die eben noch nie wirklich als Baby auf diese Welt gekommen sind, zeigen sich nicht im Körper jetzt eines Babys, sondern ich habe ihn eben im Alter, wie er jetzt wäre, eher wahrgenommen. Also ich habe eher Bilder bekommen halt, ja, wie er jetzt sie begleitet, auch im Alltag, wie die kommunizieren. Und es war für mich ein Gefühl eines Erwachsenen. Und es war für mich dann sehr berührend, also weil ich einfach völlig natürlich da dran gegangen bin, so wie alle meine Jenseitskontakte, dass ich erstmal natürlich schaue, was haben die gemeinsam an Erinnerungen. Und da merkte ich schon, dass es kippt, dass es irgendwie seltsam ist, dass ich keine Erinnerungen von denen in der Schule zusammenbekommen habe, von so normalen Dingen, die man in der Kindheit erlebt, Fahrradfahren, was der Bruder gerne gegessen hat oder wie er aufgewachsen ist. Und ich habe immer nur sie gesehen und habe sie aber kommunizieren gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und da fing es an, dass ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe dann eben bin zurückgegangen und gucke immer dann, wo ist er gestorben? Also bis wann kriege ich noch Erinnerungen? Weil oft, ich hatte da schon viele Kontakte zu Fehlgeburten Seelen. Und da sehe ich dann oft, wo ist das Kind abgegangen? Also war es eine Frühschwangerschaft? War das eine Totgeburt? Wo waren noch Erinnerungen? Wie weit hat die Familie sich schon vorbereitet gehabt? Und habe auch das nicht bekommen. Und das hat mich dann im Grunde an den Punkt gebracht, dass ich sie gefragt habe, hey, ich kriege gar keine richtigen Erinnerungen von deinem Bruder. Ich merke, irgendwie wart ihr zusammen im Bauch schon. Es ist kein Bruder, der gar nicht von derselben Mutter ist sozusagen. So. Aber irgendwie muss er sehr, 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 sehr früh gestorben sein. Und da hat sie dann gelacht und hat gesagt, ja, meine Mutter hat keine Erinnerung daran eben, dass sie ein zweites Kind im Bauch getragen hat. Und ich habe ihn aber schon sehr früh wahrgenommen. Und es war für mich wahnsinnig berührend, dass eigentlich er mir alle Zeiträume ihres Lebens, sie ist auch Mitte 40 jetzt, so wie ich, zeigen konnte und er eigentlich im Grunde jeden Altersabschnitt mit ihr durchlaufen ist, aber in der geistigen Welt. Und dass diese Verbindung und diese Liebe, die ich zwischen den beiden wahrgenommen habe, für mich keinerlei Unterschied macht zu etwas, wenn er wirklich jetzt letztes Jahr gestorben wäre und sie ihn vermisst, sondern dass da eine ganz, ganz tiefe Verbindung da ist und eine Begleitung in jeder Minute eigentlich im Grunde des Alltages. Und dass er aber eine andere Lebensaufgabe hatte als sie. Und nimmst du die eben auch als Art also Begleitengel? Mein Bruder sagt eben, sie haben die Funktion, unsere Begleitengel zu sein. Ja? Definitiv. Ich nehme es auch so wahr, wie ich eben die Geistführerebene wahrnehme. Also dass sie als Lebensplan eher im Grunde das hatten, dass sie uns helfen, dass sie mit uns im Grunde sich entwickeln, dass sie uns begleiten, uns helfen, uns Zeichen schicken. Also, dass da eine Aufgabe noch drin ist, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht wahrgenommen haben bisher. Aber dass da, dass sie wie, also Schutzengel, also Engel sind für mich eine andere Ebene nochmal halt, aber für mich gehören sie zu meinem geistigen Team oder zu dem geistigen Team dann des Klienten, die im Alltag begleiten und helfen auch in Problemsituationen. Ja. Mhm. Ja, und wie kann uns Medialität jetzt helfen, dieses Urtrauma zu heilen? Also nehmen wir an, jemand liest einen Test oder erfährt irgendwo, dass ich bei einer Aufstellung zum Beispiel auch, es könnte sein, dass ich allein geboren bin.
kommt ein Riesenschmerz und wie kann man da helfen? Also sowohl in einer Sitzung als auch in der Ausbildung, quasi, dass man selber den Kontakt aufnimmt, ne? Ja, für mich ist es immer ganz wichtig, eigentlich die Menschen nicht abhängig zu machen von einem Medium oder einer Sitzung. Natürlich ist es so als Einstieg schön, wenn man zu einem professionellen Medium geht und dir mal jemand Fremdes, der nichts über deine Situation weiß, sagt, ja, da ist wirklich dein Bruder oder deine Schwester. Für viele ist das schon so ein Aha-Erlebnis, weil sie sich selber ja nicht wirklich glauben. Also weil sie immer noch, selbst wenn sie das in der Aufstellung erfahren haben, zweifeln die Leute ja trotzdem oft daran. Und selbst, also wenn dann die Eltern sagen, nee, das ist Quatsch und es gab keinen Abgang und ich hatte keine Blutung oder was auch immer, dann zweifeln sie ja oft noch mehr. Und da ist es natürlich schon schön, wenn ein Medium Kontakt aufnimmt und sagt, da ist wirklich eine Seele und ich bekomme Informationen, die für die Person sich dann stimmig anfühlen. Und dennoch verblasst natürlich nach einer gewissen Zeit auch diese Sitzung und dieser Effekt. Und ich finde es immer schön, die Menschen selbst anzuleiten, diesen Kontakt aufzunehmen. Und oft ist es gerade bei diesen Zwillingen, die in der geistigen Welt sind, die haben ja eine andere Seelenentwicklung. Also es ist nicht so wie jetzt der verstorbene Opa, der ja einen eigenen Charakter hat, der auch manchmal grummelig vielleicht ein bisschen ist oder den man im Alltag jetzt auch nicht ständig als Begleiter spürt oder spüren möchte. Sondern ich nehme es eher so wahr, dass man wie eben einen Teil von sich ja in der geistigen Welt hat und dass dieser Kontakt sogar leichter oft ist als zu real Verstorbenen, die man noch kennt in dem Sinne. So, ja. Sondern es ist eher manchmal, dass man das Gefühl hat, man kommt zu sich selbst zurück, man erkennt über sich selbst ganz viel. Da gibt es natürlich Hilfsmittel, Meditationen. Ich würde immer so ein bisschen so rangehen, wie eben mit anderen Verstorbenen. Da gibt es ja Meditationen zum Kontakt zum eigenen Verstorbenen, Online-Kurse, Übungsgruppen etc., dass man auch wirklich so in die Welt bringt, ich habe einen Verlust erlebt und es ist gleichwertig wie dein Verlust, eben weil man ja oft in der Bewertung ist und sagt halt, ja, ach, ich kann das niemandem erzählen, weil wenn man das vergleicht ja theoretisch mit dem Verlust einer Person wie der Mutter oder so, dann ist das ja weniger wert halt, weil man die Person ja gar nicht gekannt hat, weil das ja nicht sichtbar ist, weil es keine Todesanzeige gibt oder ähnliches. Und für mich ist aber die Heilung steckt genau darin eigentlich, damit zu arbeiten, also vielleicht eine Todesanzeige zu schreiben und nur für sich selbst halt, der Seele einen Namen zu geben oder zu fragen, hey, gib mir einen Namen und intuitiv den ersten Namen zu nehmen. Also, dass es wirklich eine reale Person ist halt, die du verloren hast und wo du im Nachhinein eigentlich deinem inneren Kind, deiner Seele die Erlaubnis gibst, auch ein Stück zu trauern und dann die Kommunikation aufzubauen und zu sagen, hey, ich habe da jemanden jetzt wiedergefunden und wiederentdeckt, der mir mein ganzes Leben lang gefehlt hat. Und da dann zu schauen, was hilft mir im Alltag, diese Verbindung zu spüren. Also die Seelen geben genauso Zeichen wie andere Verstorbene. Also du kannst genauso über Tiere, die dir begegnen, die dir was sagen wollen, über Lichtzeichen, über Federn, die du findest, über Gänsehaut an einer Stelle in der Meditation, wo du merkst, so nehme ich die Person wahr oder die Seele wahr, über ein Windhauch, der plötzlich in der Meditation im Raum ist, Berührungen. Es gibt ganz, also darüber habe ich viele Videos gemacht zum Thema Zeichen, da kann man endlos drüber reden. Und diese Seelen geben genauso Zeichen. Und darüber halt im Alltag zu gucken, was brauche ich, um diese Kommunikation klarer zu kriegen. Manche schreiben auch mit diesen Seelen und haben wirklich eine Kommunikation, die den Botschaften geben, wo die zum Leben gehören halt. Also auch praktische Tipps. Also diese Seelen sind auch nicht irgendwo auf dem fernen Stern und abgehoben, sondern sie können dir im Alltag auch Unterstützung, Ratschläge und weitere Begleitung im Grunde zugeben. Also bei mir hilft da immer der Dialog der Hände. Bei Rechtshänder, dass man eben mit der linken Hand schreibt, so quasi die linke Hand dem Zwilling leiht und der schreibt dann. Und das ist ganz, ganz spannend und das ist vor allem am Anfang so wichtig, weil sie uns erstens mal bestätigen, dass wir nicht schuld sind, weil eines unserer Indizien ist ja unser Schuldgefühl, dass wir glauben, wir sind schuld, dass sie gegangen sind.
Und dass wir unseren Selbstwert aufbauen sollen. Wir haben ja mangelndes Selbstwertgefühl von vornherein. Und dass wir nicht ihr Leben für sie mitleben müssen. Nicht? Also es reicht, wenn wir unser Leben leben. Und ich sage dann immer, stell dir vor, nicht du bist der Geborene, sondern du bist der Heimgekehrte. Was wünschst du für deinen Zwilling, der auf der Welt ist? Ja? Das ist wunderschön. Also da fällt mir auch gerade dieses Überlebensschuld-Syndrom ein, was ja wirklich Menschen haben, wenn sie ein Unglück überlebt haben und andere nicht. Mhm. Und das ist dieses extreme Schuldgefühl, nicht nur vielleicht schuld zu sein für den Tod der anderen Person, aber auch diese Schuld überlebt zu haben. Und das tragen auch manche in sich, was wirklich Hilfe und wo es ja Verarbeitung, Heilung benötigt, wo du dir Zeit dafür nehmen darfst auch. Ja. Und da hilft eben dieser Dialog mit drüben. Ja. Magst du auch ein bisschen erzählen über Erfahrungen, die du gemacht hast, noch in, du hast ja gesagt, bei einigen Sitzungen kam das. Gibt es da irgendwelche speziellen Erinnerungen? Also es kam auch bei einer Frau, das fand ich auch sehr faszinierend, nach der Geburt ihres Kindes. Also sie hat einen Sohn bekommen und hatte das Gefühl, eigentlich als ob irgendwie sie sozusagen etwas verloren gegangenes auf diese Welt gebracht hat. Mhm. Und hat dann aber ganz seltsame Gefühle bekommen dadurch. Also hat manchmal eben ein wahnsinniges Beschützersyndrom diesem Sohn gegenüber gehabt, weil in ihr immer noch gearbeitet hat, sie könnte ihn ja wieder verlieren. Also dieser Verlust ihres Bruders kam im Grunde erst hoch nach der Geburt ihres Sohnes. Und da kamen dann auch diese ganzen Ängste und dieses Übermuttersein eigentlich hoch, und sie war eigentlich eher bei mir zu einem Aura-Reading, warum sie ihrem Sohn keine Freiheiten geben kann. Und es war wirklich dann also ganz schlimm für sie im Alltag, und sie konnte noch nicht mal irgendwie jemand drauf aufpassen lassen, nicht die Oma durfte noch nicht mal zu Besuch da manchmal kommen und so. Also es hat ihren ganzen Alltag wahnsinnig belastet. Und sie hat es nicht verstanden. Und im Aura-Reading hatte ich dann das Gefühl, ich nehme in ihrer Aura, nehme ich wahr, dass da was fehlt und in der geistigen Welt ist. Also ich sah es wie so eine Verbindung zur geistigen Welt, die woanders herkommt. Und da bin ich dann erst drauf gekommen, weil ich das eben in Jenseitskontakten dann manchmal ja schon gefühlt hatte, dass das auch, dass es auch eben ein ungeborener Zwilling ist. Und dann plötzlich hat das für sie alles Sinn gemacht, und sie konnte da erkennen, dass nicht ihr Sohn ihr Zwilling ist, weil das war so eine Übertragung irgendwie. Also die müssen sehr ähnlich auch vom Charakter und viele, also sie hat ja keine wirkliche Erinnerung daran, wie ihr Bruder wäre, aber wir wissen es irgendwie. Also die Seele hat trotzdem einen Charakter und trotzdem eine Art und ja irgendwie etwas, was wir fühlen können. Und alles an ihrem Sohn hat im Grunde dieses alte Trauma natürlich angetriggert. Und erst als sie das erkannt hat und damit gearbeitet hat und ihren Bruder als eine eigenständige Seele und ihren Sohn als eigenständige Person ansehen konnte, konnte sie loslassen und konnte erkennen, dass ihr Sohn einen anderen Lebensplan hat. Er ist ja auf diese Welt gekommen und er darf auf dieser Welt hier Erfahrungen machen. Und es ist nicht, dass sie ihren Bruder zurückholen konnte so, ja, und den auch nicht beschützen muss übermäßig und ihn auch nicht in dieser Art verlieren wird. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig berührend, also dass dieser Bruder sich gezeigt hat in ihrem schlimmsten Schmerz mit ihrem Sohn eigentlich. Wobei es ja sein kann, dass das die Wiedergeburt war oder ist. Dann würde ich den Bruder aber ja auch nicht so wahrnehmen. Also ich glaube nicht an diese Art von Wiedergeburt, dass die Seele des Bruders als der Sohn kommt halt. Weil dann würde ich ja keinen Kontakt mehr zu Wiedergeborenen herstellen können. Und ich habe noch nie keinen Kontakt bekommen. Für mich sind es Seelenaspekte. Also vielleicht ist es ein Aspekt der Seele des Bruders, also die Inkarnation, die ihr Bruder gewesen wäre, ist in der geistigen Welt. Ich kann dazu Kontakt aufnehmen und ein Teil der Seele des Bruders inkarniert als der Sohn. Das kann gut sein, aber da kommen wir natürlich dann auch so in diese Frage, wie viele Seelen gibt es überhaupt? Sind wir nicht alle vielleicht aus einer Seele oder aus wie vielen oder irgendwie so? Das ist immer so ein Thema, ja, da sprengt es dann oft den Rahmen der Kommentare auf. Aber ja, ich habe auch eine energetische Verbindung zwischen dem Bruder und dem Sohn wahrgenommen und hatte auch das Gefühl, als ob dieser Sohn geschickt worden ist, um ihr ja was zu lehren und was zu heilen in ihr, was ihren Lebensplan betrifft. Also ich glaube auch nicht, dass die eins zu eins kommen, aber bei meinem Vater war sein Tod, sein Heimgang für mich deswegen so, weil ich dann erfahren habe, dass ich quasi seine Zwillingsschwester, ein Aspekt
der Seele, diese, der Allseele, wo seine Zwillingsschwester sehr nahe war, sagen wir so. Ja? Das können wir uns mit dem Hirn ja nicht wirklich vorstellen. Ja. Ja? Aber das hat dann plötzlich vieles erklärt, ja? weil sonst wäre es ja nicht normal gewesen. Er war fast 90, war schwer krank und ich habe eigentlich gebetet, dass er gehen kann. Und als es dann soweit war, war es mir völlig aus der Bahn geworfen. Ja? Aber das war eben wunderschön, weil dadurch auch für mich dann sich diese Thematik geöffnet hat, weil sonst wüsste ich es wahrscheinlich heute noch nicht. Oder würde ich heute noch glauben? Übrigens, diese Verbindung über die Aura, also mir hat die Aura-Leserin gesagt, dass ich ein Löcher in der Aura habe. Also sie hat gesagt, ich habe oben so ein wunderschönes Lichtei und unten ist es richtig zerrissen, ja, weil da offensichtlich diese Mehrlinge gegangen sind. Ja? Könnte sein. Ja, für mich gibt es keine Löcher oder Risse in der Aura. Für mich gibt es dunklere und hellere Farben. Für mich ist es eine andere Art der Übersetzung. Für mich fühlen sich Traumata zum Beispiel als eine schwerere Energie dort an, die man auch, wenn man es hellsichtig betrachtet, eher mit dunkleren Farben sehen würde, weswegen manche dann sagen, oh, da ist vielleicht ein Loch oder so. Für mich ist die Aura nicht zerstörbar halt. Also für mich gibt es da nichts, was von außen einen kaputt machen kann, Risse reinmachen kann. Es ist für mich immer sehr angstbelastet wieder und Angst natürlich projiziert wieder andere Probleme. Für mich gibt es halt einfach schwerere Energien, leichte Energien und wir haben alle unser Päckchen, wir haben alle schwerere Farben in der Aura und das ist ja auch Sinn unserer Inkarnation, eben damit umzugehen, davon zu heilen, uns zu entwickeln. Gefällt mir besser die Idee, dass die Aura eigentlich unkaputtbar ist im Endeffekt. So nehme ich zumindest wahr, ja. Das ist schön. Wie gefällt dir die Idee, dass wir Alleingeborenen die Aufgabe haben, so quasi eine bidimensionale Liebesbrücke zu schließen? Das ist das, was ich durchgekriegt habe. Finde ich super schön und macht für mich auch Sinn halt, weil ja irgendwo diese Verbindung ins Jenseits nicht wie bei anderen, die alleine nur durch diesen Kanal des Vergessens gehen, sondern durch diese Anbindung, die ja weiterhin existiert. Also für mich ist es vergleichbar eben mit meinem Nahtoderlebnis, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe diese Brücke nicht ganz abgerissen. Also ich bin nicht so durch dieses Vergessen gegangen wie ganz viele andere, sondern ich erinnere mich noch an mein Zuhause. Und viele, die eben noch einen Zwilling in der anderen Welt haben, halten diese Verbindung unbewusst, energetisch, viel stärker noch und die besteht ja seit Geburt schon an oder seit Baby an und dadurch ist es etwas, wo die Menschen oft ein viel stärkeres mediales Talent haben oder auch die Sensitivität, diese Verbindung zu ihrer Ursprungsseele, zum Jenseits viel stärker haben, weil die gar nicht so unterbunden werden kann oder konnte, halt wie bei anderen Menschen, die das nicht so haben. Ne? Finde ich ganz toll und auch natürlich haben sie damit vielleicht auch eine Aufgabe, eine besondere auf dieser Welt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder irgendwie jetzt da aus der geistigen Welt etwas in diese Welt bringen muss, aber viele merken da auch drin, dass die geistige Welt stärker mit ihnen arbeiten möchte, mit ihnen etwas kommunizieren möchte, Botschaften vielleicht in die Welt bringen will. Also ich weiß auch von Medien, die alleingeborener Zwilling sind und das macht natürlich Sinn für mich. Ganz spannend, ja. Gibt es noch irgendetwas, was du quasi noch zum Abschluss als Impuls mitgeben möchtest? Ja, für mich ist es wichtig, wirklich da auf sein Gefühl zu hören. Also wenn du merkst, dass du durch dieses Video zum Beispiel oder andere Videos von dir tief berührt bist, also man spürt das in sich, ob da Resonanz ist und ob da ein Schmerz in sich angestoßen wird, dass du es nicht zur Seite schiebst, sondern dass du liebevoll mit dir selber umgehst, selbst wenn du nicht weißt, ob das jetzt real ist oder nicht, deine Seele antwortet dir in jeder Sekunde auf das, was du hörst und was du wahrnimmst und die geistige Welt ist in diesen Momenten oft durch solche Videos ganz präsent dann auch im Raum der Person, die sich das Video anhört. Und du hast nicht durch Zufall dieses Video dir angeschaut, sondern oft ist es wie eine Botschaft oder wie so ein Geschobenwerden von der geistigen Welt. So, guck mal, da besteht auch eine Verbindung. Und dass du das einfach ernst nimmst und da schaust, was brauchst du jetzt, wie kannst du damit weitergehen, dass du es einfach mal auch dastehen lässt und sagst, das ist so, das, was ich fühle, ist für mich real, auch wenn ich keine Antwort darauf gerade habe. Und der geistigen Welt vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen entgegenbringst, zu sagen, hey, wenn ich damit irgendetwas tun soll, dann zeigt mir das. Also
Die Seelen im Jenseits haben oft auch einen übergeordneten Blickwinkel auf unser Leben, wissen, warum wir gerade an welchem Punkt stehen, warum wir uns so schwer tun mit manchen Dingen, warum wir uns selbst sabotieren manchmal und können uns da halt auch Hinweise und Botschaften schicken, wo ist der nächste Schritt, wie geht's weiter. Es ist nicht für jeden das Richtige zu meditieren, aber viele kommen dadurch dran, und andere vielleicht was anderes. Und das finde ich so wichtig, dass, ja, dass wir dadurch wieder lernen dürfen, zu vertrauen auch, dass wir geführt werden. Ich kriege da gerade durch, dass ich die, also mein Vater hat in seinem Buch die Liebesbrücke beschrieben. Also wenn wir uns mit einem Verstorbenen verbinden, dann können wir uns vorstellen, dass aus unserem Herzen so ein Liebesbogen, also ich stelle mir mal einen Regenbogen vor, rüberschicken, und in dem Moment, wie wir überhaupt den Gedanken fassen, kommt von der anderen Seite schon dieser Liebesbogen zurück und dann bildet sich die Brücke. Und das ist so wie bei einem Regenbogen gibt es ja immer einen starken und immer drunter so einen ganz schwachen, den man nicht immer sieht. Ja, und unsere Liebe, das ist so der Schwache, der rüberkommt, und drüben ist so dieses Wusch. Und dann schließt sich der Kreis. Ja. Und das ganz tolles Bild. Gänsehaut, ja. Ja, ja, also die wollen auch Verbindung mit uns. Ja. Also die wünschen sich nichts mehr als das, weil das ist ihre Aufgabe. Ja. Und auch unsere, glaube ich. Ja. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir, hat mich sehr berührt. Also ich habe auch die geistige Welt hier sehr stark gespürt. Und ja, finde das ganz, ganz toll, dass du dich diesem Thema so mit so viel Hingabe und Liebe widmest. Und es ist was ganz Kostbares. Und ich finde, das muss noch viel, viel mehr in die Welt. Ja, hat eine ganz neue Bedeutung in mein Leben gebracht. Ja. Ja. Also ich danke dir und ich danke dir als Zuseherin und Zuseher fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen, und ich hoffe auch du bist berührt und ich freue mich auf ein nächstes Mal, vielleicht auch mit Nina wieder, würde mich freuen. Sehr gerne. Ciao.